Hey Cosima, hier ist Nick. Der Schwangerschaftstest, der ist, glaube ich, nicht gültig. Das ist alles viel zu früh. Kannst du dich bitte melden und wir müssen irgendwie so einen Frühtest machen. Jo, Cosima, ich finde es echt richtig scheiße, dass du dir die Audio anhörst, aber darauf nicht antwortest. Richtig geil, ich möchte es echt langsam mal wissen, dass ich kann nicht mehr pennen. Ich bin am Arsch, Cosima. Mann, antworte mal bitte. Ey, was mit dir? Kommst du mit? Ein bisschen Sport? Draußen fällt die Sonne halt da. Hä? Pascal? Oh, also, Mann, ey, alles so Sports, nicht Sportler, ey. Jo. Hey. Alles klar? Hm. Schlecht geschlafen, hm? Ich hab noch nicht mal eine Sekunde geschlafen. Gibt's irgendwelche Neuigkeiten, oder? Meinst du, die wusste davon, dass der Schwangerschaftstest jetzt noch nicht gültig ist? Dass es zu früh ist? Ich kenne die Frau nicht. Ich weiß nicht, was ihre Intention ist. Keine Ahnung. Aber ich meine, es gibt ja solche Frauen, die einem Mann einfach ein Kind andrehen wollen. Ich meine, du siehst gut aus, du hast gute Gene und keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich machen? Monique, du kannst nichts machen. Du kannst einfach nichts machen. Wenn Cosima sich weigert, diesen Frühtest zu machen und wenn sie einfach das Baby dann behalten will, kannst du nichts machen. Es gibt so egoistische Menschen. Du kannst da nichts dran ändern, Mann. Die denkt an sich und, weiß ich, dann müsst ihr halt irgendwie damit leben, auch wenn es scheiße ist und auch wenn es unfair ist. Weil immer zwei dazugehören, auch zu solchen Entscheidungen. Keine Ahnung, Mann, dir sind die Hände gebunden. Ich kann das Kind nicht bekommen. Ich kann kein Vater werden, Mann. Ja, weißt du, es gibt halt Ich kann das nicht, Mann. Ja, aber du kannst nichts machen, Nick. Du kannst nichts daran ändern. Jo, Cosima, falls du schwanger sein solltest, kalt das scheiß Kind ab, Alter. Ich kann kein Vater werden. Ich kann das nicht. Alter, ich pack das nicht für mich. Ich bin 17 Jahre alt. Wie soll ich. Ich kann meine DJ-Karriere, ich kann nie wieder auflegen. Ist der Schumacher doch immer rausgekommen, oder was? Mensch, ist ja ein Ding. Wahnsinn, Leute! Ja, wow. Wie guckt ihr denn, Alter? Seid ihr ja, hast du eine Krankheit? Was bist du denn? Was ist mit dir los? Seid ihr immer noch wegen der scheiß Schwangerschaftsthema da oder was? Ey, nö, guckt wie nö. Zwei Autos. Mann, Schatz, ey. Was? Ey, das ist cool, ja. Hey! Da bist du ja, ich wollte gerade. Schön, dass du gekommen bist. Schön! Ja. Schön, dass du mir 1000 Sprachnachrichten schickst. Hast du meine Sprachnachrichten angehört? Hab ich mir angehört, ja. Anscheinend nicht, Cosima! Ich glaube, du wirst mich auch hier komplett verarschen. Du wusstest von vornherein, dass dieser scheiß Schwangerschaftstest nichts bringt, gar nichts bringt. Dass es viel zu früh ist. Du wolltest, dass ich einen Test mache? Ich habe einen Test gemacht. Du wirst mich verarschen. Du wirst mich verarschen. Komm, dann gehen wir jetzt gleich zur Apotheke und holen einen Frühtest. Vergiss es, es reicht einfach langsam. Es ja, Cosima, wir haben uns vor ein paar Tagen kennengelernt. Genau. Hallo. Es Hallo, nervt es reicht. Ja, kannst du ihn nicht verstehen, Mann? Er will kein Vater werden. Geht das irgendwie in deine Birne rein? Habe ich verstanden. Hat er mir oft genug gesagt? Anscheinend ja wohl nicht. Anscheinend ja wohl nicht, Cosima. Komm, wir gehen jetzt zur Apotheke. Komm. Nein, vergiss es. Es reicht mir langsam. Cosima, checkst du es nicht? Er will kein Vater werden, ja? Danke. Seit wann diskutiere ich das irgendwie mit dem Freundeskreis eines One-Night-Stands? Naja, was geht euch das denn an? Genau, wir sind seine Freunde und das geht uns sehr wohl was an. Wenn er jetzt Papa werden soll. Leute, jetzt entspannt euch doch mal ganz kurz. Cosima, schau mal. Entspannend? Ja, Mann, aber guck doch mal, ich verstehe dich ja auch irgendwo, aber ich verstehe auch Nick. Und dann mach doch einfach diesen komischen Früherkennungstest oder was. Mach das doch einfach. Dann beruhigst du Nick und du hast den Stress nicht mehr mit ihm an der Backe. Es wäre doch eigentlich nicht schlecht. Ob ich schwanger bin oder nicht, das ist meine Entscheidung. Und auch ob ich abtreibe oder nicht, das ist einfach meine Entscheidung. Nein, es ist nicht. Es ist genauso um meine Entscheidung. Das ist mein Kind, ja genauso, Alter. Es geht hier um meinen Körper, über den ihr bestimmen wollt. Es geht mir auf den Sack. Versteht ihr das denn nicht? Warum rede ich überhaupt mit euch? Cosima, Nick, jetzt, ey, das bringt doch nichts. Junge, was soll ich machen, Mann? Nein, das bringt doch nichts. Ich will kein Kind. Hallo, auf welcher Seite stehst du eigentlich, Mann? Oh, Scheiße. Echt, auf welcher Seite stehst du, Mann?
Das freut mich bei dir langsam auch, Kim. Ich gucke mir gerade an, ob ich irgendwelche Rechte habe, wenn man halt einen One-Night-Stand schwängert und. Ja. Nick, so wie ich Cosima eben erlebt habe, wird sie sich auf gar keinen Fall auf einen zweiten Test einlassen. Und schon gar nicht zu einer Abtreibung, wenn sie wirklich schwanger sein sollte. Kim, Mann. Was soll ich machen? Was soll ich bitte machen, Mann? Ich bin so todesverzweifelt, Mann. Ich hab gar keinen Plan mehr von irgendwas, Mann. Ich krieg nicht mehr mein Leben. Ich krieg gar nichts mehr auf die Reihe momentan. Ich denke nur noch an dieses Thema, Mann. Und ich kann nichts machen. Cosima hat mir gerade ein Audio gemacht. Hm? Was sagt sie denn? Hey, Nick, Cosima hier. Pass auf, das wird mir alles zu viel gerade. Das ist meine Sache und ich habe da keinen Bock, mit dir oder mit irgendwem anders darüber diskutieren zu müssen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin weg aus Berlin. Bye. Was? Was? Guck, was sie für ein Bild geschickt hat. Fick dich, ich bin weg aus Berlin? Ist sie schwanger oder was? Die ist dann hundertprozentig schwanger, Kim. Was soll ich denn jetzt machen, Mann? Die Scheiße! Oh, fuck. Was soll ich jetzt machen? Ich muss sie unbedingt finden. Ich muss sie suchen. Ich muss sie finden, Mann. Mann, du weißt doch nicht mal, wo die wohnt. Nick, wo willst du die suchen? Du hast keine Adresse, du hast gar nicht. Du hast ihre Nummer. Wow. Ich habe mich mit ihr mal da am Wasser getroffen. Vielleicht ist sie da ja. Keine Ahnung. Ich kann es ja versuchen. Ich glaube, die wohnt da in der Nähe. Ich guck mal. Chris! Chris! Für dich auch? Digga, yo! Yo! Was geht? Ey, ist der Typ von gestern, Mann. Ja, genau. Wie geht's dir? Ja, gut, und euch? Willst du ein bisschen Brot? Nee, danke. Ich hab eine Frage. Wisst ihr, wo Cosima ist oder wo die nein, wohnt? Nein, Mann. Nein. Nein, Mann. Keine Ahnung, wo die ist. Ihr wisst nicht, wo eure Kein Freundin Plan. Ist. Woher sollen wir das wissen? Hä? Weil ihr Kumpels von ihr seid? Ja, aber sie ist mal da, keine Ahnung. Wo wohnt sie denn? Freigeist. Wo wohnt sie denn? Das würden wir dir auf gar keinen Fall sagen. Wenn sie wollen würde, dass du es weißt, hätte sie doch bestimmt Bescheid gesagt oder angerufen. Nee, ist sie aus Berlin abgehauen oder ist sie noch in Berlin? Also ich habe keinen Plan. Ich glaube, Alter, du mich verarschen oder was? Wo ist sie? Wo ist sie, Mann? Als ob ihr nicht wisst, wo die ist. Hast du ein Problem mit uns jetzt oder was? Alter, ich hab die scheiß Schwangerschaft an der Backe, Mann. Ich muss wissen, wo die ist. Die trägt ein Kind von mir in sich, Alter. Ach so, ja. Baby. Ja, ja, ist nicht lustig. Fuck. Fuck. Tut mir echt leid, ja. Du findest dich schon. Das machst du. Danke. Ja, schönen Tag, ja. Kopf sorry. Hoch. Kopf ja, hoch, sorry. Digga. Dein Name ist Skateboard. Fuck ist die denn? Some say love is a burning thing. Let it make. Also, das mit einem S oder mit Doppel-S. Es ist das größte Gummiwerk, das in Ungarn gebaut wurde. Das erste, das mit einem S oder mit zwei S? Ey, wieso haut Cosima jetzt einfach aus Berlin ab? Ich versteh's nicht. Mann, die lässt Nick komplett alleine mit seinen Gedanken, ja? Ist jetzt wahrscheinlich schwanger und Nick kommt gar nicht klar, Mann. Ich mach mir so Schatz. Sorgen um Nick. Was hältst du denn davon, wenn du das Thema einfach mal zur Seite schiebst und wir uns beschäftigen? Hm? Und nicht irgendwie für. Ja, aber ich mach mir jetzt Sorgen um Nick. Alter! Mann, das ist doch. Ey. Das ist doch auch dein Freund. Hallo? Mann, Schatz, aber warum interessierst du dich dafür so krass?
Also, ja, es ist mein bester Kumpel und so, okay, aber du hast nichts anderes im Schädel als dieses Thema. Mann, stell dir mal vor, ich wäre schwanger. In dem Alter. Mann, alles wäre kaputt, deine Fußballkarriere wäre im Arsch, alles wäre kaputt. Ja, aber das ist es ist ein total anderes Thema, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Du bist nicht schwanger und fertig aus, Punkt. Diese scheiß egoistische Schlampe hat nichts Besseres zu tun, als sich aus Berlin zu verpissen. Hey, ja, super. Richtig geil. Guck mal, das ist ihr, ja, es ist ihr Körper. Damit hat sie vollkommen recht. Ja, es ist ihr Körper. Und guck mal, sie würde, wenn das Baby überhaupt existiert in ihrem Bauch, würde sie das Kind austragen. Und sie ist halt die Mama und es ist ihr Körper und das stimmt. Ey, warum stellst du dich jetzt auf die Seite von dieser scheiß Ego-Bitch? Mann, naja, ey, du mit deinem Blöden, ich stell mich auf gar keine Seite. Ich sage dir einfach nur meine Meinung dazu. Okay. Und wenn du es nicht begreifst, dann kann ich dir das jetzt an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Also, ich glaube, in unseren Gesprächen, die wir mal hatten, habe ich zumindest gehört, dass du ein Unfall warst, oder? So, und stell dir mal vor, deine Mama wäre damals so eine egoistische Bitch, wie du es ja sagst, gewesen. Und dann hätte sie dich abgetrieben. Dann würde diese liebe Kim, die jetzt vor mir steht, würde gar nicht existieren. Ich war ein Unfall, ja? Ey, du Arschloch. Das hat doch nichts mit Arschloch zu tun. Ich muss es dir aber anscheinend so erklären, wenn du es sonst nicht begreifst. Many when I told you I would stay. Sick of talking on the phone, babe. Time to pack your car and come to my state. Come to my place, look at my face. Oh yeah, you know I ain't playing. Was sitzt du denn hier so allein auf der Treppe? Frag nicht, ey. Wie war's bei Cosima? Hast du sie gefunden? Ja, also, ich war da und da waren die Freunde da von Cosima und ich war so assi, das war so peinlich. Auf jeden Fall wissen die von nichts, sie wissen nicht, wo sie wohnt und ihre Adresse wissen die nicht und die haben keinen Plan, wo sie ist. Ja, und dann bin ich ein bisschen hochgekocht und hab das Skateboard kaputt gemacht. Und die waren eigentlich ganz nett so. Und das macht alles aus mir so einen anderen Menschen. Ich erkenne mich selber nicht mehr. Und was machst du jetzt? Es gibt nichts mehr zu machen. Es liegt jetzt alles in Cosimas Hand. Wie? Ich dachte, du machst eine Detox-Kur mit Pascal. Scheiß auf Pascal, Mann. Wie? Wir haben uns gestritten. Ich weiß nicht, der findet einfach, dass ich mich bei dir und Cosima zu sehr einmische und keine Ahnung, vielleicht hat er auch recht. Und vielleicht sind wir auch einfach zu weit gegangen, weißt du, sie da zu abtreiben und da zu zwingen. Ja, vielleicht hat Pascal recht. Fuck, ey. Naja. Watching you pretend you're unaffected. You're pulling our connections. Mann, ich kann die Geschichte mit Cosima jetzt nicht einfach beiseite schieben. Ja, vielleicht war es zu krass, dass ich sie zu Abtreibung da gedrängt habe. Aber, Mann, fuck it, ich hab doch auch ein Recht mitzuentscheiden. Mann, da gehören doch immer noch zwei zu. Ich verstehe auch, dass sie deswegen abgehauen ist, aber fuck it, Mann. Wenn ich daran denke, dass sie in 10, 15 Jahren mit einem Kind vor der Tür steht, Mann, ich könnte kotzen.